Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kyle. Heute spielen wir Wer bin ich? In Fortnite mit André. Mann, das weißt du doch. Du bist Kalle, Mann. Ich hab vergessen, Mann. Schaut das Video bis zum Schluss. Lasst ein Like da, checkt André ab. Für ihn haben wir auch eine Folge gemacht. Und viel Spaß beim Video. Okay, die Map echt insane schön gemacht. Auch mit Technik und allem. Wir haben hier richtig kleine Felder. Und jetzt dürfen wir spielen? Fortnite Classic oder Icon Series? Ich bin dir ehrlich, ich glaube, ich würde erstmal auf Classic machen, damit Leute ein bisschen reinkommen. Okay, let's go. So, hier sieht man jetzt ganz viele verschiedene Charakter. Und wir müssen herausfinden, wer der Gegenüber ist. Wir sind der links. Und wer er ist, wissen wir nicht. Darum, ich stelle die erste Frage, okay? Bist du ready? Yo, tu's. André. Ja. Trägt dein Person einen Bart? So. Ja. Ja? Okay. Yes. Der hat keinen Bart, der hat keinen Bart, der hat keinen Bart, der hat. Stoppeln, glaube ich. Erkennt man schlecht. Bart, Bart. Digga, hä? Die Frage war zu mächtig. Die war mächtig, weil du hast die Frauen halt auch jetzt raus, ne? Yes. Aber andersrum, wenn es natürlich kein Bart gewesen wäre, wäre nicht mächtig. Wäre kritisch gewesen. Der hat Stoppeln, der hat kein Bart. Alter, zu schnell. Okay, du bist dran, André. Ich mach die All-In-Frage. Jetzt schon? Heißt dein Charakter wie mein Sohn? Nee, ich glaub nicht. Weg. Okay, du bist wieder dran. Super, ich hab verloren. Hat dein Charakter, eine Brille? Nö. Okay. Zwei Leute weg. Du bist. Ich hol dich noch auf, ich sag dir, ich gewinn das. Okay. Ist dein Charakter männlich? Yes. Mhm. So, sorry, Mädels. Digga, die Frage heißt dein Charakter wie mein Sohn. Wenn das so gewesen wäre, Game ja, over. Okay, so. Ja, da habe ich ein paar weggehauen. Okay. Okay. André. Yes. Hat dein Charakter längere Haare, also kein Kurzhaarschnitt? Nee, hat kurze Haare. Hat also wirklich so richtig Boxerschnitt kurzer? Das war die Frage. Kurz. Sehr kurz. Okay. Also ich bin alle, die Kalle Freeze haben können, weg. Ist so, Digga. Die Hälfte von Kalle Freeze. Du bist dran. Okay. Hat dein Charakter einen Bart? Nee. Tatsächlich nicht. Super. Ah, oh. Ups. So. Okay. Ich hab einen 50-50. Ja. Heißt dein Charakter Kevin? André? Ja. Ehrenlose Runde, nächste. Einfach Kevin. Wir gehen in die nächste Runde rein, let's go. Okay, Runde Nummer 2, André. Ja, yeah. FN oder Icon Series? FN, diesen Fortnite. Okay, let's go. Okay, das ist unser Charakter, Leute. Den Namen werde ich jetzt nicht aussprechen, weil das wäre dumm. Ja, das wär's. Obwohl ich es gerade auf der Zunge hatte. Und ich muss anfangen mit Fragen. Ja. Okay, André. Tu es. Ist dein Charakter eine Katze? Mein Charakter ist keine Katze. Okay, hätte ja sein können, dann hätte ich direkt die Hälfte raus. Die Hälfte wäre gut, hätte ich nur zwei Charakter, 50-50. Du bist dran. Ist dein Charakter eine Banane? Nein, Mann, es ist keine Banane. Oh, oh. Oha, Banane hätte echt viel. Sein können. Ja, vier Stück sind nicht schlecht. Okay, André. Warte. So, jetzt. Ja? Trägt dein Charakter eine... Boah, was kann ich nehmen? Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille? Meine tragen keine Sonnenbrille. Okay, die sind raus. Die trägt die ja nicht, die hat sie nur oben drauf. Okay, du bist dran. Okay, let's go. So. Könnte man deinen Charakter im echten Leben essen? Ja. Delicious. Also Katzen zählen nicht dazu. Je nachdem, wo du herkommst. Nein, natürlich nicht. Oha. Abreißer? Ich lass mal Jelly da, weil das könnte so Gummibärchen sein. Ich weiß nicht genau, was es ist. Diese sauren Würmchen, stimmt. Aber ich lasse so eine Seeanemone. Seeanemone.
Seeanemone sein. Ja, irgendwie das sollte so. Eher eine Qualle sein, glaube ich. Weil Jelly heißt Jellyfish. Jelly? Qualle? Jelly? Aber es gibt da auch diese Wackeldinger, diese Seeanemone. Jelly, hallo? Jelly, hallo? Can you hear me? Please, ja, wenn du siehst das Video. Dann irgendwie sowas, ein Meereslebewesen. Aber könnte man essen vom Dinge. Okay. So. Ist dein Skin ein Mensch? Also unter dem Kostüm, yes. Wenn es Kostüm ist. Okay, dann ist Banane weg, dann ist Mais weg, dann ist das weg. Jelly ist auch kein Mensch übertragenen Sinne. Nope. Fishy nicht. Der Smoothie nicht. Und unter dem Rest steckt ein Mensch. Okay. Du bist dran. Na, dann hau mal rein da. Gut, weil du Delicious gesagt hast, sind es entweder Burger oder entweder Hotdog. Eins von beiden. Ach so, weil ich Tomaten nicht mag, oder wie? Boah, ja. Tomaten nicht mag, Tomaten mag. Weil Marc Tomaten mag. Boah. Okay, ist dein Skin ein Burger? Es gibt zwei. Ja. Okay, sehr gut. Wer hätte das gedacht, verdammt. Ich wollte mich gerade schon umdrehen und weggehen, aber dann ist mir eingefallen, es gibt ja zwei. Also alles cool. Noch ist alles gut. Okay, ich bin jetzt ein bisschen in Bredouille. André. Ja, Bredouille. Bredouille. Ist dein Skin ein Tier? Also das Kostüm? Nope. Dann ist es nicht der Dinosaurier. Mann! Du Kind, du bist... So, ich bin jetzt ein bisschen in Bredouille. Oha, Bredouille, wildes Wort. Hey! Es wird jetzt schwer, Kalle. Ich weiß. Kappa. Wirst du niemals erraten. Ist dein Skin männlich? No joke, ich erkenne tatsächlich gerade von beiden Skins den Unterschied. Ich welcher von beiden. Sizzle ist weiblich. Ja, mein Skin ist männlich. Okay, Beef Boss. Ich bin der Beef Boss. Ja, das stimmt, verdammt. Oh, okay. Scheiße, Mann. Dann habe ich gewonnen. 1-1, nächste Runde. Okay, André, letzte Runde. Icon Series. Yes. Heißt, wir sind eine Ikone. Jeder von euch wird diese Person kennen, denke ich, hoffe ich, vermute ich. Obwohl, nee, das ist schwierig. Egal, ich gebe keine weiteren Tipps, sonst weiß André, wer wir sind. Ja, ich weiß jetzt schon die Hälfte. Ja, okay, Entschuldigung. Ich hab vergessen, dass jeder Chloe Kim kennt. Ist so. Okay, aber ich bin auch mit Fragen. André. Ja, komm, wir machen Dings. Man darf nur fragen. Also ist es zum Beispiel Jay Belvin. Okay, also, okay. Ist es Marshmallow? Nein. Du bist dran. Ist es... Es muss jemand... Es ist Neymar Junior. Ach komm! Du schummelst doch! Ach Mann! Komm, wir machen noch eine Runde, weil das war zu einfach. Ja, kannst du mal deine Klappe halten und mir keine Tipps geben, Junge? Ich wollte mit dem Chat reden. Okay, Leute, nach dem Fail geht's in die nächste Runde. Diesmal sage ich nix zu dem Charakter. Die Person sollten alle kennen. Der einzige Fußballer hier. Okay, André. Ja? Hat dein Skin einen Ganzkopfschutz wie bei Marshmallow drauf? Also wirklich so, man sieht nichts vom Gesicht. Nope. Dann ist Marshmallow und Marshmallowlina weg. Yes. Und der Rest bleibt da. Okay, zwei Leute sind drauf, das passt. It's your time to shine. Hat dein Skin Kopfhörer? Nein, tatsächlich nicht. Schade. Das waren nur zwei, oder? Ich glaube schon. Wow. Okay, dann bist du... warte, dann bist du dran. Trägt dein Skin im klassischen Sinne einen Hut? Beispielsweise einen Cowboy-Hut. Nee. Oder einen Sonnenhut. Nope. Okay, Mr. Beast weg, Kid Leroy weg. Eine Cap ist kein im klassischen Sinne Hut. Das ist auch komplett außergewöhnlich. Cap, okay. Du bist dran. Okay, dein Skin. Yes. Sieht man seine Augen? Yes. Okay, dann machen wir die alle weg. 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 Okay, dann bist du dran. Wir haben ein paar mehr weggemacht. Passt schon. Ist dein Skin für Gaming bekannt? Yes. Okay, Neymar weg. Ariana Grande weg. Travis Scott weg. Bekannt.
LeBron James, weg. Jared Belvin kenne ich nicht, da bin ich mir nicht sicher. Ist ein Musiker. Okay, weg. Bruno Mars, weg. Patrick Mohammed, wissen wir beide, glaube ich, nicht, wer das ist. Nee. Aber Naomi ist nicht dafür bekannt. Cypher PK ist YouTuber. Major Lazer ist Musikproduzent. Chloe Kim, keine Ahnung. Ninja ist YouTuber. Loserfruit auch. Ich glaube, das sollte es sein. Chica, weißt du das? Ist das YouTuberin? Chica? Oh, ich habe keinen Plan. Weg. Okay, du bist dran. Hey! Leute, wenn ihr die Leute kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das wäre echt gut, ja. Dann hat dein Skin normal lange Haare? Nein. Das heißt normal lang. Ja, halt so standardmäßig. Seiten kurz, oben lang. Ich glaube nicht. Ist schwer zu sagen. Das ist meine Antwort. Ist schwer zu sagen. Okay, also kurze Haare zählen bei mir auch als normal lang, ne? Nicht diese außergewöhnlichen. Obwohl, die Frage ist doof. Wir machen Dings. Die Frage ist doof. Ist dein Skin... Ja. Ist dein Skin... Ein YouTuber? Nein. Nein. Ich glaube, Graf G ist auch ein YouTuber. Und Loserfruit Ninja kann man auch als YouTuber zählen. Ja, Ninja, natürlich ist Ninja ja, YouTuber. Okay. Oder nicht? Nee, ja, Streamer. Ja, aber okay. So. Trägt dein Skin. Yes. Eine Kopfbedeckung. Also nichts Brille oder so, sondern wirklich Kopfbedeckung ab Stirn oben. Stirnband, Cap. Yes. Yes, dann der weg. Der weg. Der weg. Die trägt was. So. Das, ja, das war's. Fünf Leute haben noch immer. Okay. Du bist. Er hat noch sieben. Ist sein Skin männlich? Ja, mein Skin ist männlich. Okay. Gut, wie sie mir. Vier Stück noch. Ist dein Skin eher bunt, also eher knallig? Nope. Oh no. Du bist dran. Okay. Ist dein Skin ein Musiker? Nein. Okay, okay, okay. Bei mir habe ich nur noch Neymar und LeBron James. Ah, nee, ich habe nur so noch zwei. Allah, nee, Alia, Ali-A, keine Ahnung, und Buga. Ja. Yeah. Okay, ich trink deinen Skin Kopfhörer. Haben die das nicht beide? Nee, Buga nicht. Mein Skin trägt Kopfhörer. Dann ist es Ali A. Ja, genau. Der wird ja ausgesprochen. Ali A, glaube ich. Ali A. Ali A. Let's go. Dann würde ich sagen, wir gehen in den Fight. Okay, Leute, hier sind wir bei den Waffen. André, was hast du? Da du bei mir so ehrenlos warst, bin ich jetzt bei dir auch. Er hat die Excalibur reingenommen. Ich habe mir selbst gesagt, ich nehme die Excalibur lieber nicht rein, weil es ehrenlos war. Ist auseinandergenommen, Junge. Dafür habe ich mir Schockwellenwerfer und einen Boomerang geholt. Kann man mit carryen? Digga, Boomerang ist genial. Und Schockwellenwerfer halt hauptsächlich auch fürs Movement, damit mein Chef von A nach B kommt. Okay. Bist du ready? Yes. Dann 3, 2, 1, los. Okay. Friss den Boomerang! Komm! Du jetzt, wie du einen No-Scope kassierst. No-Scope, Boomerang! Oh mein Gott, der hat mich. Excalibur ist halt so OP! Aber egal, ja, egal. Ja. Wir machen jetzt Boomerang-Meter, Leute. Ich zeige. Okay, der zählt nicht, der war unfair. Er hat mich gespawnt. Nee, 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 mein Freund, nicht nochmal. In der Luft! Boomerang! Hier! Hä? Er hat halt wirklich mein Loadout von seinem Fight, glaube ich. Wo ist mein Boomerang? Ah, hier. Komm! Boom! Nein! Marang! Wie ein Samurai gesprungen. 1-1. Ich
bin wie ein Samurai gestorben. Hä? Wo bist du? Oh mein Gott. Nein! 2-1. Spiel mit Excalibur. Okay, jetzt wird's knapp. Excalibur ist halt OP. Frage ist halt, wo spawnt er? Weil danach gegen können wir unser Play aufbauen. Oh mein Gott, da kam Schuss. Von wo? Von wo? Oh mein Gott, auf der Tankstelle ist er drauf. Ich muss meine Waffen umsortieren, das ist ja unnormal eklig. So. Was hast du da? Ich will so eine geile Combo machen. Warte, wirst du sehen, wenn es klappt. Wieder Combo? Ich weiß, was du machen willst, aber es ist schwierig. Boah, es hat geklappt! Clean, clean. Nein, ich treffe nicht! Was? Wie viel Leben hast du noch? Genug. Genug, sagt er. Okay. Jetzt kommt der cleanste Kill, wenn ich es hinkriege, oder das krasseste Fail. Nein, das Schild hat dich gerettet! Ja! Ich wollte den Boomerang noch loswerfen! Nein! Aber egal, Leute, André hat das Ding gewonnen. War ein wilder Fight. Wenn das Video gefallen hat, lasst ein Like an. Wie gesagt, checkt André ab. Er hat auch eine Folge hochgeladen. Und bis zum nächsten Mal, euer Kalle. Ciao!